Schönen guten Abend. Mein Name ist Lilly Iliev. Ich arbeite hier bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zum zweiten Wikimedia-Salon, das ABC des freien Wissens. Wie der Titel schon nahelegt, mit dieser Veranstaltungsreihe gehen wir das Alphabet durch, von A bis Z und notfalls nochmal von vorne und finden für jeden Buchstaben einen Begriff, der mit Themen rund um freies Wissen und auch seine Rahmenbedingungen verbunden ist. Und heute sind wir bei B wie Buchmarkt. Und für uns ist besonders interessant, wo entwickelt sich der Buchmarkt hin? Wie sieht er in 10 Jahren aus? Wie verändern sich die Produktionsbedingungen am Buchmarkt, aber auch die Rezeptionsgewohnheiten zum Beispiel? Und wir stellen heute die Frage, ist Erfolg am Buchmarkt auch mit offenen Systemen möglich? Ja, zu dieser Frage haben wir ganz interessante Gäste eingeladen, bei denen ich mich jetzt schon für ihr Kommen bedanken möchte. Das sind Uwe Naumann, Katrin Passig und Volker Oppmann. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute Abend da sind. Uwe Naumann ist Lektor und Koordinator für den Bereich E-Book beim Rowohlt Verlag. Katrin Passig ist Journalistin und Autorin und Volker Oppmann ist Initiator von Logos. Das ist eine digitale Universalbibliothek, über die er uns jetzt bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen wird. Vielen Dank an euch alle. Und ich möchte mich auch gerne bei der Moderatorin des Abends schon bedanken. Das ist Julia Eickmann. Julia Eickmann ist freie Journalistin und arbeitet unter anderem für Deutschland Radio Kultur und für die Sendung Breitband und wird uns heute durch den Abend führen. Ich brauche gar nicht viel mehr Worte sagen, würde ich sagen, zu den Gästen. Die stellen sich gleich selber vor. Wir reden auch noch ausführlicher über Logos. Ich habe wahnsinnig viele Fragen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich anfange mit dem Gespräch, dass wir vielleicht so eine Stunde auf dem Podium sprechen, bevor auch alle im Publikum natürlich herzlich gerne zu den Mikrofonen eilen dürfen. Und auch das virtuelle Publikum wird hier nicht vernachlässigt über den Hashtag WMDE-Salon. Auf Twitter werden Kommentare, Anmerkungen, Fragen sehr, sehr gerne mit aufgenommen und beachtet. Genau, ich möchte trotzdem noch gerne sagen, als Sie hier heute Abend reingekommen sind, haben Sie ganz besondere Klänge gehört. Und das war eine Soundinstallation vom Tonkünstler The Rubicon Delta, der heute Abend auch anwesend ist und der uns eine Klanginstallation hier präsentiert hat, die unter CC BY 4.0 auch zum Download bereitsteht. Und das ist ein ganz besonderes Open-Source-Projekt, weil man die einzelnen Tonspuren auch selbst sich zusammenstellen kann, runterladen kann und damit rumbasteln kann, wer sich dafür interessiert. Außerdem möchte ich mich noch bedanken bei Nina Schuiki und Leon Eixenberger. Wenn Sie in die Mitte schauen, da ist ein Buchobjekt, was Sie sich gerne noch anschauen können nach der Diskussion, wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die sich auf Ihre Art auch mit dem Thema Buch und Buchmarkt auseinandersetzt. Das ist ein Buch aus lichtempfindlichem Papier. Das heißt, mit der Zeit, die das Licht darauf fällt, verändern sich die Seiten. Und ich finde das eine sehr schöne Arbeit. Vielen Dank an Nina und Leon. Dann wünsche ich uns allen eine gute Diskussion und einen schönen Abend. Danke. Das ist natürlich ein sehr schönes Bild, mit dem wir ganz wunderbar überleiten können. Sich verändernde Buchseiten, ein sich verändernder Buchmarkt, der schon in der analogen Welt ein weites Feld war und jetzt mit der Erschließung der digitalen Weiten nicht eben leichter einzugrenzen ist. Ich freue mich also besonders über die Vielfalt auch der Podiumsteilnehmer, die wir hier haben. Denn ein Status quo des Buches, des digitalen Buches, den gibt es ja in dem Sinn auch gar nicht, weil da andauernd alles in Bewegung ist. Und wie wir Berliner sagen, das ist ja auch gut so. Denn ideal ist es noch lange nicht, würde ich denken. Ein Beispiel, was wahrscheinlich auch viele der Anwesenden hier schon erfahren haben, jedem Anbieter sein eigener E-Reader. Also jeder scheint seine eigene kleine proprietäre Insellösung, die vor allem inkompatibel zu den anderen Lösungen ist, für sich vorzuhalten.
Frau Passig, wie viele E-Reader haben Sie zu Hause? Gar keinen. Ich bin Kindle-Nutzer, aber weil ich schon zu viele Geräte mit mir rumtrage, die alle irgendwas von mir wollen, in der Regel aufgeladen werden. Und weil ich den Kindle auch, also als er neu war, sehr unattraktiv fand und so wie er jetzt ist, immer noch als Gerät ziemlich unattraktiv finde, habe ich nur die Kindle-Software auf dem Handy und am Rechner. Ich würde sagen, ich lese zu etwa 80% am Handy und 20% am MacBook. Und Katrin Passig ist nicht nur Autorin und Journalistin, sondern auch eine sehr reflektierte Leserin, wie ich weiß. Deswegen jetzt auch gleich die Frage im Anschluss. Ist das die Idealsituation für Sie oder was würden Sie sich als Leserin wünschen? Wie wäre der Buchkonsum, der digitale, am allerangenehmsten? Sie dürfen jetzt auch utopisch werden. Also wir sind im Idealzustand schon erstaunlich nahe gekommen. Ich bin im Groben recht zufrieden damit, auch weil ich einfach viel unterwegs bin und immer das, oder früher war ich weniger unterwegs, aber jedenfalls das Problem ist mir sehr vertraut, dass das Buch, das ich gerade brauche, nicht da ist, wo ich gerade bin und dass ich mit einem riesen Rucksack voll Bücher rumlaufen muss und mich da krumm schleppe dran. Also ich war so jemand von diesen Leuten, die, wenn sie in Urlaub fahren, einen zweiten Rucksack nur für die Bücher brauchen. Das ist schon sehr viel angenehmer geworden. An den Details ist vieles verbesserungswürdig. Wollen wir dazu gleich kommen oder reicht das, wenn ich erstmal sage, dass ich fast ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich über die Details klage, weil es im Großen und Ganzen alles so schnell so viel besser geworden ist? Ja, da können wir gleich einen Schritt weitergehen, dass es alles nicht leicht ist. Da werden uns wahrscheinlich auch gleich die Herren noch einiges zu sagen können. Aber aus Leserperspektive, was wären denn Ihre Vorschläge? 2, 3. Ich finde das sehr nachvollziehbar, was Sascha Lobo sagt. Ich zitiere ihn jetzt gleich mal, auch wenn das Publikum es in der Regel hasst, wenn man Sascha Lobo sagt. Aber in dem Fall stand er ja praktisch auf der Einladung drauf mit SoBooks als Thema dieses Abends. Und ein sehr plausibler Satz, mit dem Sascha gerne SoBooks erklärt, ist, dass es sich mit Büchern im Netz im Moment so verhält wie mit diesen Kifferbedarfsläden, in denen man absolut alles kaufen kann, was man zum Kiffen braucht, außer das, was man wirklich zum Kiffen braucht. Und so ähnlich ist das mit den Büchern im Netz auch. Es gibt da eine ganze Menge Infrastruktur drumherum und Empfehlungen und Plattformen hier und da, aber das Buch, man kann einfach nicht in das Buch, also wenn jemand über ein Buch spricht, ist es ihm nicht möglich, einfach auf die Stelle zu verlinken, über die er da gerade was sagen möchte. Dann würde ich vielleicht gleich mal an den Herrn Naumann die Frage weitergeben, was versuchen Sie denn von Verlagsseite aus, um diesen neuen Lesebedürfnissen auch gerecht zu werden? Mit welchen Problemen sehen Sie sich dann auch als Verlag da konfrontiert? Also ich wurde ja vorgestellt als Koordinator E-Book bei Rowohl, das stimmt auch. Ich war aber 28 Jahre lang Sachbuchlektor und habe also Papierbücher, Printbücher lektoriert. Ich bin oldschool insofern. Als ich vor 6 Wochen im Urlaub war, hatte ich diesen Rucksack mit den Büchern noch dabei. Also ich lese in der Regel noch auf Papier, außer beruflich bedingtes. Das lese ich digital. Und natürlich ist das Argument, dass man das bei sich haben kann, das Wissen und auch das Wissen anderer, nicht zu schlagen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Rowohls Grundpolitik, was das Digitale angeht, ist ganz eindeutig. Wir machen Printbücher, das ist die angestammte Aufgabe des Rowohl Verlags. Und inzwischen versuchen wir, ich würde sagen, 95% aller Bücher, die wir im Print publizieren, auch digital zu veröffentlichen. Also es wird absolut parallel gearbeitet. Der Anteil der User, die digital ihre Bücher haben wollen, ist in den letzten 3 Jahren exponentiell gestiegen. Das ist nicht nur bei Rowohl so, aber bei uns ist es gestiegen, ich weiß es ziemlich genau, von vor 3 Jahren 1,3% auf jetzt 10%. Also über 10% aller Rowohl-Bücher werden inzwischen als E-Books gekauft und benutzt und gelesen. Das ist ein sehr, sehr hoher Anteil, finde ich, in der kurzen Zeit, im Zeitraum von 3 Jahren. Und ich weiß, dass es bei anderen Verlagen in der Größenordnung ähnlich ist, mit Schwankungen nach unten und nach oben. Also unsere Verlagshaltung, Verlagspolitik, Verkaufsstrategie ist eindeutig zu sagen, wenn immer möglich, parallel. Und darüber hinaus versuchen wir, Dinge experimentell
zu machen, die mit digitalen Büchern und digitalen Publizieren zu tun haben. Das ist das viel Spannendere als, ich sage jetzt mal, ein Bestseller von wem auch immer, Herrn Kehlmann, Frau Kürti, auch den auch noch digital zu publizieren, das ist ja langweilig, ist unattraktiv, ist sinnvoll, aber ist für mich als Programmmacher oder Lektor eigentlich völlig langweilig, das ist Alltagsgeschäft. Spannend ist, sich was zu überlegen, was darüber hinausgeht, und da sind wir dabei, da gibt es aber auch viele Erfahrungen, die man macht und manches, was man wieder verwirft. Also das ist sehr schnelllebig nach meiner Erfahrung. Ich habe ja mit Herrn Oppmann zusammen die ersten Rowohlt Enriched E-Books gemacht vor inzwischen 3,5 Jahren. Das waren angereicherte Rowohlt Bildmonographien-Reihe, die vielleicht manche von Ihnen noch kennen, diese kleinen Biografien im Print, 160 Seiten. Und wir haben die dann angereichert mit Videodokumenten und mit Tondokumenten. Sehr spannende Sache, wunderbare Produkte, wie ich finde, die wir damals hergestellt haben. Sie haben sich nicht gut genug verkauft, deswegen ist das jetzt wieder ein bisschen eingefroren. Also das geht ganz schnell, dass man was ausprobiert und dann merkt, ach, der Markt nimmt es nicht an. Und dann muss man überlegen, macht man trotzdem weiter nach dem Motto, wir gehen den Berg rauf, egal wie sehr wir schwitzen dabei. Oder verwirft man etwas oder legt es auf Eis und geht erstmal zu anderen Dingen über. Gute Stichworte, Sachen in Gang bringen und die funktionieren auch gut und sie dann trotzdem irgendwann aufzugeben, um was Neues anzufangen. Katrin Pass, ich sagte gerade schon, es gibt bereits einige Online-Leseplattformen und Sie als Verlag brauchen die auch, um die E-Books dann an den Markt zu bringen. Volker Oppmann hat vor inzwischen 8 Jahren, glaube ich, Texttunes an den Start gebracht. So lange ist es gar nicht. Nee? Wir hatten 2008 angefangen. Okay. Also daher die 8. Dann waren es 6 Jahre. Naja, also inzwischen wieder aufgehört mit Texttunes, nicht, also das gibt es noch, aber sich einer neuen Online-Leseplattform zugewandt als Initiator, die, da können Sie gleich nochmal was zu sagen, demnächst an den Start geht und die ziemlich viel will. Das ist halt nicht nur eine Online-Leseplattform, Logos will eine freie Universalbibliothek sein, wenn ich das richtig zitiere. Können Sie uns das näher erklären? Was ist Logos? Jetzt wird es schwierig. Oder um das ein bisschen zu konkretisieren, welche Missstände haben Sie denn ausgemacht, auf die Sie reagieren wollten mit dieser Plattform? Vielleicht erkläre ich es tatsächlich anhand des Begriffs Bibliothek. Also weshalb ich tatsächlich vor jetzt fast genau einem Jahr bei Texttunes/Thalia, weil Texttunes inzwischen zu Thalia gehört, ausgestiegen bin, das war eine Erkenntnis, die mir irgendwann bei meiner täglichen Arbeit kam, nämlich, dass wir als vermeintliche Buchhändler im digitalen Bereich längst aufgehört haben, Buchhändler zu sein. Weil als Händler hat man ja eine Funktion, man ist ein Verkaufskanal. Das heißt, man schleust Inhalte durch, die nimmt der Leser mit nach Hause und packt die bei sich zu Hause in sein Billigregal. Und die Bücher sind komplette Produkte, die funktionieren jedes für sich. Die brauchen keine Software, ich kann das aufschlagen und kann loslesen. Das heißt, so in der alten Welt bei Thalia war unser Produkt sehr klar, nämlich unser Produkt ist ein Einkaufserlebnis zu gestalten. Also die Frage, wie kommen Kunden an ihre Inhalte ran? Und natürlich unsere Funktion war die eines Kanals. Wenn wir jetzt aber gucken, was wir in der digitalen Welt machen, da haben wir aufgehört, ein Händler zu sein, weil unser Produkt ist nicht mehr ein Einkaufserlebnis, das ist eher so die Pflicht. Aber der Kunde hat ja jetzt nicht primär das Interesse, einen Inhalt zu kaufen, sondern der will ihn ja nutzen, der will ihn lesen. Also nimmt es allenfalls billigend in Kauf, tatsächlich überhaupt erstmal dafür bezahlen zu müssen. Daran ist auch nichts Schlechtes. Das Entscheidende ist aber, dass die Musik ganz woanders spielt, nämlich beim Nutzererlebnis. Wenn wir jetzt gerade im Belletristikbereich sind, wenn ich mir ein EPUB kaufe, dann ist das ja kein komplettes Produkt, sondern das ist eine Datei. Die Datei alleine, die kann nichts. Ich kann ihn noch nicht mal aufschlagen und einfach reinlesen. Das heißt, alles, was ich als Kunde sozusagen als Ausstattungsmerkmal eines Buches wahrnehme, was für mich die User Experience quasi ausmacht, was früher der Verlag über Papierwahl, über ist das ein Hardcover und so weiter festgelegt hat, all das ist heute nicht mehr Teil des E-Books, sondern eben der ausführenden Software. Also angefangen von, ich kann dieses blöde Buch überhaupt erst aufschlagen und darin lesen. Ich kann Schriftgröße verändern, ich kann Lesezeichen setzen, ich kann Kommentare schreiben, Kommentare verschicken. Das heißt, was hier passiert, ist gerade eine Rollenverschiebung in der Wertschöpfungskette, weil wir als Händler plötzlich nicht mehr nur für das Einkaufserlebnis zuständig sind, sondern tatsächlich für das Nutzererlebnis
ohne die ausführende Software funktionieren meine E-Books nicht mehr. Und wir haben eben aufgehört, ein Kanal zu sein. Wir schleusen nämlich Bücher in der Regel eben nicht mehr in 40 Millionen Haushalte allein in Deutschland durch, sondern wir betreiben Cloud-Systeme. Das heißt, die Inhalte, die liegen nicht mehr 40 Millionen Mal dezentral verteilt in den Haushalten, sondern die liegen in Form von Mastercopies zentral auf irgendwelchen Servern. Und in diesen Cloud-Bibliotheken sammeln sich ja nicht nur die E-Books der Verlage und Autoren, sondern da sammeln sich eben auch meine Nutzerdaten, sei es die Daten, die ich selber erzeugt habe, indem ich eben bewusst eine Markierung gesetzt habe, indem ich bewusst eine Anmerkung zu meinem Text geschrieben habe, sondern indem ich die Software benutze, die trackt ja auch mein Leseverhalten, sonst wäre ja auch eine Synchronisation von Gerät A nach B nicht möglich. Das heißt, was hier entsteht, sind wirklich ganz, ganz zentrale Wissens- und Kulturspeicher. Und wir machen uns, was uns aktuell nicht bewusst ist als Gesellschaft, in der Versorgung, der Nutzung von digitalen Inhalten, komplett von einer Handvoll solcher Cloud-Anbieter, also siehe Amazon, Apple und so weiter, abhängig. Und das ist ein Punkt, als mir das irgendwann aufgegangen ist. Das war der Moment, als ich meine Kündigung bei Thalia geschrieben habe, weil an der Ecke war es mir egal, wer das digitale Rennen gewinnt. Ob das Amazon ist, ob das Apple ist, ob das Thalia ist oder das nächste Startup um die Ecke. Durch das, was wir als vermeintliche Buchhändler im digitalen Bereich machen und was wir werden, nämlich wir werden so eine Art Mega-Meta-Bibliothek. Eine Bibliothek definiert sich ja nicht dadurch, dass ich irgendwelche Inhalte ausleihen kann, sondern es ist die Sammlung, es ist die Erschließung und die Zugänglichmachung von Inhalten. Diese drei Kernaufgaben übernehmen heutzutage nicht mehr die öffentlichen Bibliotheken, die den Auftrag hätten, sondern das sind kommerzielle Anbieter wie Amazon und Co. Und das ist halt sowas, die Politiker sprechen da von Daseinsvorsorge. Hier entstehen gerade wirklich systemrelevante Infrastrukturen, vergleichen wir vielleicht mit dem öffentlichen Energienetz, Straßenverkehr. Und wir machen uns in der Versorgung mit Informationen, digitalen Inhalten und so weiter eben komplett von internationalen Großkonzernen abhängig. Und das war der Punkt, wo wir jetzt mit Logos gesagt haben, das ist eine Zukunft, auf die haben wir keine Lust, sondern das muss irgendwie anders gehen. Wir brauchen so eine Art neutrale Infrastruktur für den Literaturbetrieb, wo man sowohl die Inhalte, aber auch die Nutzerdaten in dem Sinne neutral verwaltet, weil sozusagen der Betreiber dieses Systems ist kein normales Unternehmen, sondern es ist eine gemeinnützige Organisation. Also im Kern soll das Ganze später eine Stiftung werden. Ich hoffe, das ist so halbwegs. Das war ziemlich umfangreich. Also darf ich verschiedene Missionspunkte zusammenfassen? Das Nutzererlebnis verbessern, Daten schützen und gleichzeitig den Platzhirschen Amazon mindestens verdrängen. In seine Schranken weisen, ja. Und das alles mit einer neutralen Infrastruktur. Also dahinter steht eine Stiftung. Noch nicht, aber das ist der Plan, ja. Herr Naumann, Sie sind ja grundsätzlich aufgeschlossen für Neues. Dafür sind Sie bekannt. Was halten Sie das für einen gangbaren Weg oder einen Weg, der nicht nur gangbar sein könnte, sondern vor allem auch gegangen werden muss? Ich finde es sehr interessant. Ich bin auch gegen diese Elefanten und gegen diese Oligopole, die da gegen uns wie eine Feuerwand gegen uns anlaufen. Als ich das erste Mal davon hörte, das war auf der Buchmesse in Frankfurt letztes Jahr, saßen wir auch auf einem Podium zusammen, habe ich gedacht, na, wenn man das mal schafft. Also so ein bisschen hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt schon vom Elefanten spreche, jetzt kommt sozusagen eine Ameisenschar gekrabbelt und die Ameisen versuchen, den Elefanten irgendwie umzuwerfen. Das ist sehr polemisch, das weiß ich als Metapher, aber das ist meine Hauptsorge dabei. Ich habe für das, was Herr Oppmann gerade beschrieben hat, große Sympathie. Ich finde auch, dass man was machen muss dagegen, dass das so privatwirtschaftlich von einigen wenigen internationalen Konzernen gehandelt wird, und zwar nach deren Gutdünken und nach deren Geschäftsmodell. Aber ich weiß nicht, ob man es schafft. Jetzt gibt es ja schon eine Alternative zu den wirtschaftsorientierten Unternehmen, also die Europeana, diese virtuelle europäische Bibliothek. Wäre das vielleicht eine Alternative zu Logos wiederum? Oder können Sie auch ruhig warten? Ich weiß gerade. Ich habe in die Europeana wirklich nochmal ganz kurz reingeguckt, festgestellt, dass da irgendwie nichts von dem drin war, wonach ich so testhalber gesucht habe, und war seitdem nicht wieder da. Ich weiß da praktisch nichts drüber. Das ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen. Also wir haben diese Europeana, die das Kulturgutbuch in den Mittelpunkt stellt, aber offenbar, so scheint es zumindest, an dem Nutzer vorbei. Und auf der anderen Seite als Gegenpol haben wir Unternehmen wie Amazon, Apple, die ausschließlich diesen wirtschaftlichen Aspekt des Buchs betrachten. Sehen Sie sich dann da in der Mitte als Vermittler? Das ist in der Tat eine ganz gute Beschreibung. Weil also auch so vom Gesetzgeber her wird das Buch
ist ja sozusagen ein Twitter-Objekt. Also es hat zwei Aspekte, nämlich das Buch ist sowohl ein Kulturgut als auch eben ein Wirtschaftsgut. Und unseres Erachtens kann eben auch ein lebendiger Literaturbetrieb nur funktionieren, wenn sich beide Seiten die Waage halten. Wenn eine Seite Übergewicht bekommt, zum Beispiel die Wirtschaftsseite, dann bekommt man eben Unternehmen wie Amazon. Und wir sehen Amazon auch nicht als Verursacher oder als Böse. Ich bin selber auch Amazon-Kunde, sondern es ist ein Symptom. Also es sind gerade systemimmanente Entwicklungen, die da ablaufen. Und das heißt zwangsläufig, wenn Wirtschaft Übergewicht bekommt, dann entsteht so etwas wie Amazon. Und das ist dann aber auch eine strukturelle Bedrohung für andere Wirtschaftsbetriebe, weil da entstehen integrierte Systeme, die in der Wertschöpfungskette alles wegintegrieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also sprich, man versucht natürlich, den Weg zwischen Autor und Leser so kurz wie möglich zu halten. Und das heißt, alles rauszuschmeißen, was dazwischen ist, was aber eben wichtig ist, damit ein Literatur- oder Kulturbetrieb funktioniert. Das heißt, das ist die Wirtschaftsseite. Wenn die kulturelle Seite Übergewicht bekommt, dann bekommt man so toll gedachte Sachen wie die Europeaner. Das heißt, die sind vom Ansatz her sehr richtig, die haben aber ein Problem, sie haben gesellschaftlich keine Relevanz. Also der Punkt ist nämlich nicht, ob Sachen theoretisch funktionieren und dass man sie nutzen könnte, weil es sie gibt, sondern die Frage ist, wird dieses System auch tatsächlich genutzt? Und insofern die einzigen gesellschaftlich relevanten Systeme, nämlich die, die auch breit in der Gesellschaft genutzt werden, sind just die von Amazon und Konsorten. Und das ist halt so ein Punkt, der uns bei Logos wirklich in der Konzeption lange beschäftigt hat. So, wie kriegen wir diesen vermeintlichen Widerspruch denn tatsächlich aufgelöst? Weil wir wissen, alleine mit guten Absichten kommen wir nicht weit, da locken wir keinen müden Hund hinterm Ofen vor. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite denken und handeln wie ein normales Unternehmen. Das heißt, es braucht ein gutes Produkt, also zum Beispiel eine gute Software, eine gute Reading-Software, die der Kunde gerne benutzt, weil er sie benutzen möchte und nicht, weil er das Gefühl hat, das ist aber die fairere Lösung, sondern die muss in sich funktionieren. Und auch da Punkt Europeaner, und ich finde die Inhalte nicht, die ich haben möchte. Logischerweise sind die Inhalte, die auf solchen Plattformen sind, die kommen halt von Autoren, die seit über 70 Jahren tot sind. Das heißt, es ist schön, wenn ich bin Germanist, wenn ich Literaturwissenschaftler bin und Goethe, Schiller und Hölderlin brauche, wenn ich aber Harry Potter lesen möchte oder was anderes, dann finde ich die da nicht. Und das ist halt ein Punkt, Nutzern ist es ja egal, ob sie etwas aus aktueller Verlagsproduktion haben wollen oder ob das von einem Self-Publisher kommt oder ob das ein rechtefreier Inhalt ist, die interessieren sich für diesen Inhalt und den wollen sie haben. Das heißt, man muss natürlich neben einer entsprechenden Infrastruktur und einer funktionierenden Software logischerweise auch die ganze Bandbreite von Inhalten haben. Und das ist dann im Kern tatsächlich so diese Balance, die wir schaffen müssen zu halten, eben denken und handeln wie ein normales Unternehmen, das heißt funktionsfähige Software, komplettes Angebot an Inhalten, sowohl gemeinfreie wie offene wie auch bezahlpflichtige und im Kern aber eben, wir dürfen kein normales Unternehmen sein, das heißt, es muss eben im Hintergrund als Trägerorganisation diese gemeinnützige Organisation stehen. Amazon ist ja so ein Reizwort für alle. Die einen jubeln, die anderen zucken zusammen, die Dritten verstecken sich und die Vierten drücken auf den Kauf-Button. Jeder hat seine eigene Verhaltensweise dazu, die variiert auch. Auch ich bin Amazon Prime-Kunde und genieße das an bestimmten Stellen, weil es so wahnsinnig fix geht, was man dann kriegt. Wir hatten bis vor einem Jahr einen Vertriebschef bei Rowohlt, der inzwischen in den Ruhestand gegangen ist und der hat uns, bevor er in den Ruhestand ging, auf den letzten Sitzungen immer damit geärgert, dass er gesagt hat, Amazon ist der beste Buchhändler Deutschlands. Das ist eine unglaubliche Provokation für den Rowohlt-Vertriebsleiter, der ja gefällig sozusagen die kleine Buchhandlung oder auch die große Buchhandlung pflegen soll und den normalen vertriebsfähig, wenn dieser Mann sagt, irgendwie Amazon ist der beste Buchhändler Deutschlands. Ich glaube, dass da was dran ist. Beste jetzt wirklich im Sinne von erfolgreichste und geschäftstüchtigste und bestimmte Mechanismen am geschicktesten nutzende Buchhändler. Und die Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Projekt von Herrn Oppmann jetzt für mich stellt, ist, schafft man es gegen diesen vielleicht bisher besten Buchhändler Deutschlands gegen anzustinken und sozusagen eine Gegenmacht aufzubauen? Und, oder muss man versuchen, das Händlertum als solches zu bekämpfen? Also sozusagen das Kommerzielle und das Kommerzdenken, was da drin steckt und was die sehr erfolgreich betreiben, zu unterminieren, mit welchen Mitteln auch immer, zum Beispiel mit den Mitteln, die Sie jetzt entwerfen als Stiftungsmodell. Da bin ich nicht sicher, welche Antwort ich darauf geben soll. Haben Sie eine Idee, Frau Passig?
Eine Idee. Ich hatte erst noch mal eine Frage an Volker Oppmann, und zwar in dem schönen Buch Systematics, das ist so eine Art Systemtheorie in lustig, man kann daraus sehr viel über die Funktionsweise von Systemen lernen, und darin heißt es, dass ein großes funktionierendes System nie aus dem Nichts entstehen kann, sondern immer nur aus einem kleinen funktionierenden System, und alles, was ich bisher über Logos gehört und gelesen habe, klang so, als sollte da aus dem Nichts ein großes funktionierendes System entstehen. Was ist denn das kleine funktionierende System, mit dem es losgeht? Also sowas wie das, ich glaube, Minimum Viable Product heißt das, also was, was man schon mal machen kann und was eben, womit man klein anfangen kann. Gibt es das und wie sieht das aus? An der Stelle sprichst du tatsächlich auch einen wunden Punkt an, also in der Kommunikation. Weil wir oft, wenn wir jetzt über Logos sprechen, ja nicht irgendwie noch irgendwie einblenden, über welche Zeitebene sprechen wir gerade. Also logischerweise die Vision, die wir mit Logos verfolgen und das, was wir bauen wollen, das ist verdammt groß. Und das, also selbst wenn jetzt, keine Ahnung, morgen die Bill und Melinda Gates Stiftung kommt und sagt, da habt ihr ein paar Milliarden Euro, baut. Das lässt sich nicht von heute auf morgen bauen. Also das heißt, die Vision, die wir da gerade entwickeln, das ist eher eine langfristige Vision. Und da sprechen wir eher von 15 bis 20 Jahren, bis das quasi so realisiert ist und all das kann und tut, was es soll. Womit fangen Sie an? Mit welchem Kern? Genau, und die entscheidende Frage ist ja immer der Nutzer. Also das heißt, wir fangen logischerweise auch an Nutzerseite an, und jetzt könnte man, um wieder Sascha ins Spiel zu bringen, sagen, also was Sascha mit Sobux gerade versucht oder tut, das ist schon nicht weit weg von dem, wie wir auch starten würden, nämlich tatsächlich mit einem Angebot Richtung Nutzer, die auf Social, das auf Social Reading setzt und sich von dort aus weiter vorzurobben. Bloß, dass wir halt im Gegensatz dann, ich weiß, na gut, jetzt nicht, was Sascha noch plant, aber logischerweise nicht nur, wir stellen uns das Ganze immer wie so einen Würfel vor, sozusagen die Seite modellieren, die sich an den Endkunden richtet, also diese Benutzeroberfläche, sondern natürlich die anderen Würfelseiten und das dahinter entsprechend auch Schritt für Schritt. Jetzt ist aber Sobux auch schon ungefähr, ich glaube, jetzt fast ein Jahr verspätet. Ach nee, Quatsch, es ist noch kein Jahr verspätet, es ist ein paar Monate verspätet. Sie wollten, die Closed Beta war letzte Frankfurter Buchmesse, also im Herbst, und es sollte dann offiziell starten zur Leipziger Buchmesse, die war im März, also es ist jetzt nur ein bisschen überzogen, aber schon das, was bei euch nur der erste Schritt wäre, das Social Reading, hält da ein Team aus Programmierern offenbar seit anderthalb Jahren in Atem. Das tröstet mich jetzt relativ wenig. Die Wikipedia ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass da ein offenes Produkt sich ganz schnell in einem Markt durchgesetzt hat, in dem es vorher halt schon eine ganze Menge, zu dem Zeitpunkt viel bessere Enzyklopädien gab. Klar, es hatte natürlich den Vorteil, es war umsonst. Es hatte aber vor allem auch den Vorteil, dass man die Inhalte, die man dafür brauchte, einfach nochmal neu machen konnte. Das ist teilweise ein Problem bei historischen Fotos zum Beispiel. Wenn es die nur einmal gibt und die in irgendeinem kostenpflichtigen Archiv sind, kann man die nicht nochmal machen. Aber ganz vieles, was die Wikipedia eben als Fotos braucht, kann man einfach nochmal machen. Ganz vieles von dem, was sie als Text braucht, kann man einfach nochmal schreiben. Diesen Vorteil habt ihr ja gar nicht. Ihr seid darauf angewiesen, genau dieselben, wie ich von Sascha weiß, sehr qualvollen und entsetzlich langwierigen Lizenzverhandlungen mit jedem einzelnen Krauter zu führen. Also woher ziehen Sie Ihren Optimismus? Was ist der? Wo geht's hin mit Logos? Also was muss als nächstes passieren? 15 Jahre ist ja schon mal ein Rahmen, der gesetzt ist. Und wie geht's weiter? Was sind die Vorteile von Logos? Gerade, also nochmal auf das, was Katrin sagt, zu kommen. Natürlich, ich glaube, das Schwierige gerade auch bei Sobux ist gar nicht jetzt mal die Programmierung, sondern es ist an die Inhalte ranzukommen, weil ich weiß leider Gottes sehr gut, wie schwierig und langwierig es ist, tatsächlich an die Inhalte der Verlage ranzukommen, weil das setzt eben voraus, dass da erstmal ein gewisses Vertrauensverhältnis über gegenseitige Gespräche aufgebaut wird, dass man in die Verträge einsteigt und dass man das, was man in den Verträgen beschreibt, auch abbildet. Und ganz ehrlich, ich würde sowas wie Logos jetzt nicht versuchen, wenn ich nicht das schon mal gemacht hätte, was ich die letzten 4-5 Jahre gemacht habe mit Textions und dann bei Thalia. Weil wir waren damals ja mit die Ersten im Markt, das heißt eigentlich auch die ganzen Vertragswerke, die heute in der Buchhandelslandschaft unterwegs sind, also kommen aus zwei Quellen. Das eine waren Libri, das andere waren wir. Das heißt, wir haben zum Glück all diese Wege schon mal gegangen. Das heißt, also an der Ecke habe ich zumindest den verhaltenen Optimismus, dass es uns schneller gelingt, an eine relevante Anzahl von Inhalten ranzukommen. Und was wir eben gerade machen,
eben die Frage, die ersten Schritte. Es ist in der Tat die Frage, wie kommen wir tatsächlich an Geld ran? Wenn wir jetzt ein normales Startup wären, dann würden wir uns Investoren suchen. Das ist was, das haben wir schon mal gemacht, auch damals mit Textions, das hat gut geklappt. Jetzt haben wir natürlich die Besonderheit, wir wollen ja eine Plattform werden, die man eben nicht kaufen kann, auch nicht in Teilen, das heißt Unternehmensanteilen, weshalb bei uns eben der normale Weg über den Kapitalmarkt eben ausfällt. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir tatsächlich sehr groß angelegt Förderprogramme recherchieren und einfach mal gucken, auch mit dem bisschen, wo wir jetzt gerade anfangen, wofür sind wir denn überhaupt schon förderwürdig, was können wir beantragen, in welchem Umfang, sodass wir tatsächlich gerade tatsächlich an der Finanzierung arbeiten, um jetzt mal die Startfinanzierung hinzubekommen, um das, was an Konzepten da ist, tatsächlich auch umzusetzen. Was ja jetzt beide Plattformen gemein haben, das schon öfter erwähnte Showbooks von Christoph Kappes und Sascha Lobo und Logos, das ist dieser Schwerpunkt auf die Komponente des Social Reading. Herr Naumann, wie wichtig schätzen Sie diesen Aspekt überhaupt ein? Also dass Leser auch Texte gemeinsam also teilen können, einzelne Sätze, Abschnitte verlinken können, kommentieren können. Wie wichtig ist das? Nach meinem Eindruck steht das noch ganz am Anfang. Das ist noch nicht sehr weit entwickelt. Das ist eine Gemeinde, die es dafür gibt und eine Leserschaft und eine Userschaft, aber die ist nicht sehr groß. Die wird mit Sicherheit wachsen. Wenn man das vergleicht mit dem Gaming-Markt, also mit Spielemarkt oder so, dort gibt es sehr große Communities, die sich um bestimmte Spiele herum sammeln, die auch bereit sind, Geld zu bezahlen dafür, also mit viel Geld da reingehen und sich alles Mögliche kaufen. Es ist manchmal sehr schwer nachzuvollziehen, warum ein einzelnes Spiel, ein einzelner Spielekosmos plötzlich zum Erfolg wird und dann eben nicht ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern plötzlich in sechsstellige Benutzerzahlen explodiert. Ich weiß nicht, im Buchbereich gibt es vergleichbare Erfahrungen noch nicht. Wir haben bei Rowohlt mit Social Reading noch sehr wenig Erfahrung. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal einen digitalen Serienthriller gemacht, der angereichert war mit Elementen, wo man interaktiv teilnehmen konnte. Und wenn man dann wollte und bereit war, bekam man Post oder sogar einen Anruf vom Mörder. Das haben manche Leute genutzt und auch ganz toll und prickelnd gefunden. Ich fand es sehr exotisch, was wir da probiert haben, und ich hatte nicht das Gefühl, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Krimis, die wir machen, wir haben ja auch ein eigenes Segment Thriller, diese Erfolge sind Simon Beckett zum Beispiel und Julian Hoffmann und andere, da geht es immer um Hunderttausende von Lesern oder auch von Usern, die das elektronisch lesen. Simon Beckett zum Beispiel ist jemand, der auch als E-Book sehr gut funktioniert, hohe E-Book-Zahlen, Download-Zahlen hat. Aber das jetzt interaktiv zu begleiten im Sinne von Social Reading steht noch ganz am Anfang. Ich teile diesen Glauben nicht, dass es dafür nur bei Büchern nur eine kleine Zielgruppe gibt. Also ich erinnere mich noch an meine Initialzündung, was diesen Social Reading-Gedanken angeht. Und zwar war das so um 2004 rum, muss das gewesen sein. Da habe ich ein Buch gelesen, das, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber es war recht alt und es war dann sehr viel später übersetzt worden. Und der Übersetzer hatte an ein paar Stellen den aktuellen Forschungsstand in Fußnoten vermerkt. Und hier irrt der Autor, inzwischen hat man Folgendes rausgefunden, dazu geschrieben. Ich fand das sehr toll und dachte mir, ich hätte das gerne bei allen Büchern. Und ich glaube, ein Problem bei Social Reading ist, dass man wegen dieses Begriffs Social an Social Network denkt. Darum geht es aber, glaube ich, gar nicht in erster Linie. In erster Linie geht es um kommentiertes Lesen. Und Kommentare zu Büchern waren schon immer auch für den konservativsten Leser keine schlechte Sache. Das Problem bei den aktuellen Umsetzungen und nach dem, was ich höre, ist das auch bei Sobooks wieder, wird das zumindest anfangs ein Problem sein, ist, dass die so angelegt werden, dass das passiert, was Kritiker immer schon in Weltuntergangskolumnen im Feuilleton befürchten, dass nämlich das schöne Buch zugemüllt wird mit Kommentaren von Hinz und Kunz, wo ich komplett nachvollziehen kann, dass man das nicht haben will. Also was man dringend braucht, und zwar meiner Meinung nach von Anfang an, ist eine kommentierte Leseform, bei der man sehr stark vorfiltern kann, welche Art Kommentare man sehen will. Also nur die von meinen Freunden oder nur die von Fachmann X und Experten Y. Dieser Social-Begriff trägt da nicht so richtig zur Erkenntnis bei, glaube ich. Diese Möglichkeit des Austauschs mit dem Leser, des Kommentierens, soll ja auch ein Mehrwert für den Autor sein. Sie als Autorin, sehen Sie das auch so oder gerät man da nicht auch schnell in diese Falle
dieser Erfolgswunschdenke, dass man da mehr Reichweite erzielen kann, wenn man auf diese Kommentare eingeht, wenn man vielleicht das nächste Buch entsprechend anders schreibt. Was würden Sie da als Autorin zu sagen? Ja, ich bin da sehr skeptisch und bin mir nicht sicher, woran das liegt. Also einerseits glaube ich, es gibt nicht so viele Autoren, die mit Begeisterung jetzt sowas wie Facebook und Twitter gründlich nutzen. Ich mache das, das macht mir Spaß. Also es ist nicht so, als hätte ich grundsätzlich eine Abneigung gegen Kommunikation im Netz. Aber Auseinandersetzungen anhand von Detailkommentaren über meine eigenen Texte finde ich sehr abschreckend. Aus verschiedenen Gründen. Ich gehe dem, wenn möglich, aus dem Weg. Das hat da auch damit zu tun, dass es ist schon schwer genug, den Text so zu schreiben, dass er veröffentlichbar ist. Und wenn das mal so weit ist, dann will ich den eigentlich nicht mehr sehen und ich will da möglichst erstmal nicht mehr drüber nachdenken. Und mir hat mal jemand den tröstlichen Satz gesagt, dass das nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht in seinen Texten. Man schreibt letztlich eh immer wieder dasselbe. Also damit ist jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass man immer wieder tatsächlich dasselbe schreibt, sondern man arbeitet sich letztlich an ähnlichen Themen ab. Und der Fehler, den man einmal gemacht hat, dann korrigiert man dann im nächsten Text über ein verwandtes Thema. Aber jede Auseinandersetzung mit dem abgelieferten Text ist mir zuwider. Und das kann jetzt tatsächlich einfach nur mein Privatproblem sein. Das kann ja, schon, aber vielleicht sind die ja auch generell dem Internet abgeneigt. Ja, und es gibt ja auch schon durchaus viele Plattformen, die sich dieser Social Reading-Idee hingegeben haben und es gibt Diskussionen mit Autoren, die das offenbar mögen. Vielleicht sind auch nicht alle bereits erfolgreich, sondern erschließen sich dann über diese Austauschfunktion erst eine Leserschaft. Also da gibt es ja noch Möglichkeiten. Noch eine Fußnote dazu. Also ich habe jetzt seit mindestens 2006, nämlich seit ich angefangen habe, mit Google Docs zu arbeiten, immer mit anderen gemeinsam an Texten gearbeitet und auch die Riesenmaschine, ein Blog, das ist so zwischen 2004, 2005 und 2009 ungefähr gab, also es existiert noch, aber es ist nur noch eine leere, raschelnde Hülle, hatte auch eine vielköpfige Redaktion, die sich die ganze Zeit über die Texte vor und nach der Veröffentlichung ausgetauscht hat. Nur da waren das halt doch relativ überschaubare und geschlossene Gruppen. Das finde ich sehr hilfreich, das ist was völlig anderes. Vielleicht ist das Problem auch einfach nur diese Verlagerung von der Vorstellung einer geschlossenen Gruppe. Also es gibt ja inzwischen funktionierende Mischformen, alles was bei Facebook letztlich stattfindet, ist ja, bewegt sich ja so ein bisschen zwischen den Welten der Komplettöffentlichkeit und eben diesen handverlesenen Kleinredaktionen. Herr Naumann? Also 30 Jahre Sachbuchlektor bei Rowohlt, ich könnte Ihnen jetzt erzählen, wie viele Hunderte, Tausende von Leserbriefen zu Büchern, die wir gemacht haben, ich beantworten durfte. Das möchte keiner von Ihnen machen, was da drin gestanden hat, das zu beantworten. Also das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, möchte ein Autor gerne mit denen, die mit ihm sich austauschen wollen, im weitesten Sinne zu tun haben. Das schlimmste Erlebnis, das ich hatte, war eine 2000 Seiten Thomas Mann Biografie. Bei Thomas Mann sind alle pensionierten Studienräte aufgerufen, Stellung zu nehmen. Wir haben hunderte von Leserbriefen zu diesen 2000 Seiten Thomas Mann gekriegt. Da waren völlig berechtigte Fehlerkorrekturen dabei. Trotzdem, der Autor, das war Klaus Habrecht damals, hat sich geweigert, die zu lesen, hat gesagt, mach du das. Dann hatte ich sozusagen die Entschuldigung Arschkarte und musste diese hunderte von Thomas Mann Besserwissern über mich ergehen lassen. Das möchte man nicht. Und meine Erfahrung ist, dass das Problem, Sie haben das gesagt, Frau Passig, man muss Filtersysteme erfinden. Ich kenne die nicht, ich habe die nicht, aber ich glaube, man muss Filtersysteme erfinden, sonst wollen Autoren das nicht und sonst wird diese Community oder diese Social-Gedanke wird sozusagen ad absurdum geführt, weil nun Sascha Lobo schon so oft zitiert wurde, jetzt erwähne ich ihn auch noch einmal. Wir haben im Herbst 2010 auf der Frankfurter Buchmesse eine Veranstaltung gemacht, damals haben wir unsere ersten Rowohlt Enriched E-Books vorgestellt. Volker Oppmann war beteiligt mit den Produkten, wir hatten eine Einstein-Biografie und Sascha Lobo war ausersehen, der war auf einer Pressekonferenz mit dabei, als erster einen Austausch über die Plattform mit dem fürchterlichen Namen Lovely Books herzustellen. Also Sascha musste Lovely Books spielen. Er hat das eine Stunde lang ausgehalten. Dann konnte er nicht mehr. Und ich habe es total verstanden. Es war heldenhaft, überhaupt diese eine Stunde auszuhalten. Also ich will damit sagen, das ist eine harte Aufgabe.
es ist vielleicht jetzt gemein, dass ich das so polemisch gemacht habe, aber man darf, also Autoren haben auch ein Recht, sich davor zu schützen. Und wenn wir solche Autoren haben, jetzt habe ich den Namen auch schon genannt, Simon Beckett oder so, der ja eine große Lesergemeinde hat, und viele würden gerne sich mit Simon Beckett austauschen, wie denn sein, heißt der Kommissar Hunter, vorgeht und so weiter. Das kann man einem Autor nicht zumuten, gerade wenn er Millionen Leser hat. Das ist nicht machbar. Insofern findet das Grenzen, und ich glaube, wir müssen über diese Modelle des Filterns nachdenken, oder jemand Kluges muss solche Modelle erfinden, dann bin ich gern dabei. Es wäre aber auch theoretisch denkbar, dass, dass man nicht von den Autoren, die jetzt Autoren sind, auf die schließen darf, die in 10 oder 20 Jahren Autoren sein werden oder das teilweise auch jetzt schon sind. Gerade das Self-Publishing, aber auch generell die sich verändernde Situation für Autoren und für Leser führt ja dazu, dass ein anderer Menschenschlag als bisher oder andere Leute als bisher begünstigt werden und andere als bisher schlechter gestellt. Das ist nicht neu, das entsteht jetzt nicht durch die Digitalisierung oder das Self-Publishing, sondern wer Autor werden wollte und konnte, das hat sich immer wieder mal geändert durch die wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen und sozialen. Das heißt grundsätzlich, also zum Beispiel eben durch den Wegfall des Gatekeepers, dadurch, dass man, wenn man was selbst veröffentlichen will, das auch tun kann, werden zum Beispiel, um jetzt nochmal einen der naheliegenderen Punkte zu nennen, fällt es Leuten leichter, den Autorenberuf zu ergreifen, die einfach vorher nicht die Engelsgeduld hatten, sich 100-mal von Verlagen ablehnen zu lassen, um dann beim 100. Mal vielleicht genommen zu werden. Das sind ja doch nur wenige, die so ein dickes Fell haben und so viele Ablehnungen vertragen. Das heißt, etwas zartbeseitetere Leute, die sich weniger gerne ablehnen lassen, genießen jetzt bessere Rahmenbedingungen. Ich will nur darauf raus, dass eine andere Situation andere Autoren aus ihren Löchern lockt. Und dass es ohne weiteres sein kann, dass der kommende Autor wesentlich weniger Probleme damit hat, sich mit einer breiten Öffentlichkeit über seine Texte auseinanderzusetzen. Ich kann es mir nicht vorstellen, das heißt aber nichts. Ich gehöre nicht zu denen, die da jetzt gerade erst anfangen, Autor zu werden. Volker Oppmann. Nur noch eine Ergänzung, weil viele Sachen wurden gerade schon genannt. Aber ich glaube, wir haben zum Grunde auch über zwei Formen des Social Readings gesprochen. Das eine ist ja sozusagen die Lovely Books Form des Social Reading, die man auch von Goodreads kennt. Das heißt, man hat eine Plattform, wo sich verschiedene Communities treffen. Man spricht über Texte, hat aber dann leider Gottes diesen Effekt, den Sascha genannt hat, so alle reden übers Kiffen, aber das Gras ist nicht da. Also sprich, was mich immer davon abgehalten hat, tatsächlich selber aktiv bei Lovely Books oder Goodreads zu werden, ist immer in dem Moment, wo ich auf einen interessanten Titel aufmerksam wurde und sagte, ah, da will ich jetzt reinlesen, den will ich jetzt haben. Bücher gibt es da eben nicht. Das heißt, ich musste mich wieder anderweitig umgucken, und das hat mich genervt. Also der zweite Aspekt des Social Readings, eben nicht das über Bücher sprechen, das ist ja in Büchern sprechen. Also das, was auch Sascha jetzt mit SoBooks gerade illustriert, oder wo es dann in den USA dann solche Plattformen gibt wie Rap Genius oder Medium Magazine machen das, dass man tatsächlich eben nicht unterhalb des Textes über einen Text spricht, sondern quasi in einer Marginalspalte, also so direkt an einem Text. Also ich kann genau mich auf eine Textstelle beziehen und andere Nutzer können eben auf mich antworten, und ich kann tatsächlich im Text über den Text sprechen. Also ich glaube, das sind wirklich zwei Aspekte des Social Readings, die beide mit reinspielen. Wenn man beide abbildet, dann wird es interessant. Und wenn man es dann noch schafft, das Ganze entsprechend zu filtern, beziehungsweise Stichwort Wahlfreiheit, dem Nutzer jeweils die Wahl lässt, wie er dieses Tool nutzen möchte. Also möchte ich alles automatisch mit jedem teilen, oder bin ich ein Autor, der gerne einzelne Sachen mal dann tatsächlich auf die Plattform stellt, um auch schon mal die Hardcore-Fans anzufüttern? Oder habe ich hier eine kleine geschlossene Gruppe mit meinen Mitautoren oder meinem Stammlektor und meinem Agenten, den ich vertraue, und arbeite da erstmal quasi in so einem geschützten Raum an dem Text? Ich glaube, sowas muss halt perspektivisch tatsächlich möglich sein, dass es jeder diese Systeme so nutzt, wie sie dem eigenen Verhalten und dem eigenen Bedürfnis am besten entsprechen.
Gehen wir mal davon aus, dass Social Reading als Komponente des digitalen Lebens, Lesens und Lebens an Fahrt aufnehmen wird, dann muss man auch die Frage stellen, die Sie eben schon gestellt haben, ja, ob man was passiert denn dann mit den Daten, die darüber auch anfallen. Bei Ihnen, bei Logos, ist es so gedacht, dass der Nutzer auch datensouverän bleibt oder zumindest bleiben kann, dass er eben diese Option hat, Social Reading Komponenten auszustellen, dass das Leseverhalten nicht getrackt wird. Für andere Plattformen ist genau das so ein neuralgischer Punkt, bei dem man sich verspricht, dass man damit auch Geld verdienen kann mit diesen Daten. Bei Ihnen offenbar nicht? Ja und nein. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich auf so einer Plattform anmeldet, dass man per AGB nicht schon mal komplett seine gesamten Nutzungsrechte an die Plattform abtritt, wie das viele amerikanische Anbieter ja versuchen, worüber sich die meisten Leute gar nicht klar sind, dass sie, wenn sie dann solche Dienste nutzen, dann automatisch die Rechte an ihren selbst erstellten Inhalten, an ihren Daten abgeben. Das ist das eine, dass eben tatsächlich, wie Sie gerade richtig gesagt haben, der Nutzer souverän seine eigenen Daten bleibt und entscheidet, wer diese Daten nutzen kann und zu welchem Zweck. Der zweite Aspekt ist eben dann auch da wieder die Wahlfreiheit, nämlich möchte ich meine Sachen öffentlich machen und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Also lasse ich es ja tatsächlich der Allgemeinheit zugutekommen, dann aber auch mit dem guten Wissen, dass es tatsächlich der Gemeinheit zugutekommt und nicht nur auf den Börsenwert eines einzelnen Unternehmens einzahlt, dass sich meine Daten einverleibt. Und dann der nächste Punkt, nämlich eben diese wirtschaftliche Auswertung der Daten. Es gibt ja viele Leute, die sagen so, ja, ich möchte nicht für Inhalte zahlen oder ich nutze ja auch Facebook, weil das kostet ja nichts. Und das ist Bullshit. Was diese Leute nicht verstanden haben, ist, dass sie selbst zum Produkt geworden sind, weil man zahlt immer im Netz. Man zahlt halt vielleicht jetzt nicht in Dollar oder in Euro, aber man zahlt halt mit seinen Nutzerdaten. Man ist selbst das Produkt dieser Firmen, dass diese Firmen dann wiederum an andere Firmen vermarkten. Und daran, auch das ist aber durchaus legitim, weil wenn ich jetzt solche tollen Services wie Google Search nutzen möchte oder Facebook, was mich nichts kostet, logischerweise kann ich das nur um den Preis tun, dass diese Anbieter dieser Plattformen ihre Anstrengungen irgendwie monetarisieren. Das ist völlig legitim. Auf so eine Book-Plattform übertragen würde es aber bedeuten, auch da wiederum die Wahlfreiheit. Es gibt eben die einen Leute, die sagen, mir ist Privatheit oder Privatsphäre sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass meine Daten zirkulieren und ich möchte selbst nicht zum Produkt werden. Das heißt, diese würden wahrscheinlich sagen, okay, ich zahle gerne einmal 10 Euro für einen einzelnen Inhalt. Mit dem kann ich dann machen, was ich will und ich lese das Ding privat. Auf der anderen Seite wird es vielleicht solche Leute geben, die sagen, hey, ich habe kein Problem damit, wenn ihr quasi mit meinen Daten entsprechend die in anonymisierter, aggregierter Form irgendwie weitervermarktet und da euch darüber finanzieren könnt, dann tue ich das gerne. Hier nutzt meine Daten. Dafür habe ich eine Flatrate. Ich zahle für die Inhalte nichts. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn man sagt so, ich möchte alles umsonst haben und ich möchte komplett privat sein. Das ist das Einzige, was nicht funktioniert. Was ich aber attraktiv fände als Nutzer, ist, wenn ich die Wahl habe, mich zu entscheiden. Also möchte ich diesen Weg gehen, möchte ich einen anderen Weg gehen oder einen Zwischenweg und vielleicht kann ich mich dann auch wieder umentscheiden, wenn ich es einmal so gemacht habe. Und momentan ist es ja leider Gottes so der Fall, es gibt eine AGB für alle, den kann ich zustimmen oder die kann ich ablehnen und wenn sich irgendwann die AGB ändern und ich vielleicht sagen kann, irgendwas bei Amazon, bei Apple oder wem auch immer, ab irgendeinem Punkt, liebe Leute, möchte ich und kann ich das nicht mehr mittragen und ich stimme den AGB nicht zu, also ich bin raus, dann heißt es momentan leider Gottes aber eben auch, das macht man sich auch nicht bewusst, ich kann die AGB ablehnen, ich kann aus diesem System aussteigen, dann kann ich das aber nur dann tun, um den Verlust meiner kompletten Bibliothek, das heißt, meine Bücher stehen ja nicht mehr bei mir zu Hause im Bücherregal, das ist die virtuelle Fototapete. Wenn ich da aussteige, dann ist meine Fototapete gelöscht. Sprich, meine ganzen Bücher sind weg. Und das sind halt solche Sachen, auch solche Transferkosten, das wird wirklich bitter. Und das haben die meisten Leute auch noch nicht verstanden. Das passiert erst dann, wenn sie dann sich ein Gerät von einem anderen Anbieter kaufen und dann anrufen und sagen, hey, wie kriege ich denn meine alten Bücher von da nach da? Und dann sagt man, leider nein. Ich könnte mir vorstellen, dass Verlage das schon verstanden haben, wie viel Potenzial in der Auswertung der Nutzerdaten liegt. Wie geht Rowohlt damit um? Engagieren Sie sich da? Naja, wir haben im Hause eine Abteilung, die nennt sich Social Media. Das ist die einzige Abteilung des Hauses Rowohlt, die innerhalb der letzten 10 Jahre gewachsen ist. Das Personal wurde vervierfacht. Die aber nicht nur den Twitter-Account bedient.
Die bedienen auch den Twitter-Account und auch die Facebook-Seite und die machen auch Kampagnen. Die machen genau das unter anderem und experimentieren. Vieles, was wir jetzt hier behandeln, sind ja Versuchsanordnung, Versuchsfelder. Es ist ja so nicht so, dass das, also auch in dem, was Volker Oppmann eben beschrieben hat, wurde ja deutlich, da ist ja nicht irgendwie der Weg gebahnt und den gehen wir jetzt lang und am Ende des Weges wissen wir dann, so und so viel haben wir dabei verloren oder gewonnen oder verdient oder wie auch immer. Wenn das so einfach wäre, dann würden wir vielleicht gar nicht diskutieren. Es ist sehr viel komplizierter. Bei Rowohlt, als die ersten Stellen dafür ausgeschrieben wurden, haben manche gesagt, was soll das denn? Wozu braucht denn Verlag, eine Firma braucht das doch nicht. Inzwischen, wenn man irgendeine Produktwerbung im Fernsehen oder im Kino sieht oder so, weiß man, dass jede x-beliebige Produktwerbung mit diesen Kanälen argumentiert, jeder Fernsehsender, jede Fernsehsendung argumentiert damit oder so. Also ich will damit sagen, bei Rowohlt entwickelt sich das, aber ich bin nicht hier, um sozusagen die große Kelle Weisheit auszuschütteln und sagen, wir machen das so und dann wird das ganz toll und dann ist das für Rowohlt ganz günstig. Das ist am Anfang. Ich habe ein kurzes Zucken wahrgenommen, aber das war nichts, was dir entgegen war. Okay. Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen. Die neuen Plattformen setzen auch auf den Zugang über das Internet, also das Bücherlesen aus der Cloud heraus, wie wir das auch von Musik- und Videokonsum schon gewohnt sind. Frau Passig, denken Sie, da geht's hin? Ich wäre ganz gerne Kunde bei Scooby, so eine Art kommerzielle Leihbibliothek, die es seit ein paar Jahren gibt, weil ich das im Prinzip völlig okay fände, ein Buch dann auszuleihen, wenn ich es brauche und dann wieder zurückzugeben, wenn man so will, wenn ich es nicht brauche, aber das Problem für mich ist dabei, ich mache sehr viele Highlights, also ich markiere mir Textstellen und die bleiben halt bei den gekauften Amazon-Büchern erhalten, aber ich habe jetzt schon mehrmals mit Leuten geredet, die eben entweder bei Scooby sind oder an ähnlichen Verleihplattformen arbeiten und die sagen alle, das geht einfach nicht, du kannst nicht deine Anmerkungen behalten, wenn das Buch weg ist. Ich bin mit der Amazon Cloud ganz zufrieden. Also ich kaufe die Bücher zwar, würde aber ohne weiteres auch für Zugang bezahlen, wenn eben diese Fähigkeit erhalten bliebe. Bei Amazon ist das bequemerweise so, dass die markierten Stellen auch zentral abgelegt werden und ich sie mir da auch lustigerweise dann in richtiger Textform angucken kann. Man kann ja aus den Büchern nichts rauskopieren. Was dazu führt, dass ich anfangs Stellen, die ich weiterverwenden wollte, einfach abgetippt habe. Okay, kann man jetzt sagen, musste man beim Papierbuch auch machen. Dann habe ich herausgefunden, wie man das mit so einer PDF-OCR-Software, so praktisch, wenn man sich mit dem linken Fuß am rechten Ohr kratzt, das ging dann auch. Aber man kann auch einfach so ein Highlight machen und dann landet das bei Amazon im eigenen Konto in HTML-Form und man kann es einfach da rauskopieren, das ist sehr bequem. Ja, Entschuldigung, ich bin von der Frage abgeschweift, das ging um die Cloud. Wahrscheinlich ist es, also das, was ich jetzt gerade vorgebracht habe, klingt jetzt für mich ein bisschen so, als bräuchte man auch da so differenziertere Zwischenlösungen, was man behalten möchte und was man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in einer, wie auch immer, also digitaler Besitz ist ja sowieso so ein komisches Twitter-Wesen, wo der Zugang genügt und wo er eben nicht genügt. Was denken Sie, Herr Oppmann? Also ich glaube, da gibt es eben auch verschiedene Definitionen von Cloud. Also die einen, das eine ist sozusagen Zugangsmodell, also habe ich jetzt ein lebenslanges Anrecht erworben, diesen Inhalt zu lesen oder eben nur einen temporären Zugang oder ist es nur gestreamt? Es gibt ja in der Tat unterschiedliche Definitionen von Cloud. Also alleine schon mal die Dropbox-Definition von Cloud, nämlich ich habe da einfach nur einen virtuellen Speicherplatz. Also sprichwörtlich eine Kiste und in die kann ich reinschmeißen, was ich will. Das ist die eine Form von Cloud. Die zweite Form von Cloud, die gerade im Buchbetrieb sehr eigentlich gang und gäbe ist, würde ich jetzt mal Service Clouds nennen. Das heißt, das sind irgendwelche gezielten Anwendungen, die aber halt serverseitig gesteuert oder verwaltet werden. Und wenn man sich jetzt eben mal anguckt, was tatsächlich in der Breite der Gesellschaft heute genutzt wird im E-Book-Bereich, also gerade über den Kindle, also bei Amazon, über iBooks, aber auch über die Tolino-Allianz oder Scooby, das sind alles Cloud-basierte Systeme. Das heißt, die Inhalte liegen zentral auf dem Server, die Nutzerdaten werden da verwaltet und entsprechend nichts innerhalb dieser Systeme läuft,
wenn nicht eben über diese zentralen Server und wie man die Inhalte zugänglich macht, eben ob bezahle ich einmal komplett dafür, habe ich eine Flatrate, habe ich es geliehen, habe ich es gestreamt. Das sind alles nachgelagerte Fragen, die eher aufs Erlösmodell rausgehen. Aber der Punkt ist, heutzutage, es läuft alles serverseitig, also über solche Service-Cloud-Systeme, heute schon. Und auch Sie sind ja immer noch Verleger nebenbei, oder? Auch das noch. Stimmt, so richtig bedrucktes Papier. Was halten Sie denn dann von der Auswertung all dieser Möglichkeiten, die gerade auch bei gestreamten Büchern dann für den Verleger natürlich wertvolle Informationen sein können? Wenn der Nutzer das okay findet, finde ich das völlig fein. Also ich bin ja nicht nur Verleger, ich bin ja auch Literaturwissenschaftler. Und auch das noch, verdammte Axt. Alles in einer Hand. Und gerade wenn man so überlegt, so Richtung Rezeptionsforschung, ist das natürlich extrem spannend, wenn man tatsächlich Daten haben kann, wie Inhalte genutzt werden. So nach dem Motto, hat der jetzt den Goethe oder auch hier Arno Schmidt wirklich nur im Regal stehen oder wird das Ding auch gelesen? Wenn ja, wird es komplett gelesen? Werden manche Sachen mehrfach gelesen? Wie werden Sachen gelesen? Wie stehen einzelne Texte in Beziehung mit anderen Texten? Also ich glaube, auch aus wissenschaftlicher Sicht ist es extrem spannend, mehr über Bücher und die Nutzung von Büchern herauszufinden. Aber halt immer unter der Voraussetzung, dass das tatsächlich entweder komplett anonymisiert passiert oder aber, dass natürlich allen Beteiligten klar ist, was man macht und zu welchen Bedingungen das Ganze geschieht. Dann würde ich, Man hört ja immer so von den Rändern des der neuen des Buchbetriebs schon seit Jahren vom kapitelweisen Verkauf von Büchern. Und da hat sich aber bisher noch nicht so richtig was getan. Und ich denke, dass es dafür gute Gründe gibt, weil da für viele Beteiligte ein böses Erwachen folgen würde, wenn man mal mitkriegen würde, was tatsächlich gelesen wird von den Büchern. Und das würde man dann ja zwangsläufig. Wo hören die Leute auf, das nächste Kapitel zu kaufen? Ich bin sehr gespannt. Also ich bin einfach neugierig. Das ist jetzt sicher auch nichts, wovon ich persönlich profitieren würde. Ich habe den starken Verdacht, dass die Leute auch bei meinen Büchern gegen Ende etwas erlahmen, aber das geht dem Autor ja nicht anders. Ich bin einfach neugierig, was sich dann da rausstellt, was bisher so ein bisschen so eine Leiche im Garten der Buchbranche ist, dass es eben ganz viele Wunschdenkenskäufe gibt, so wie man auch aus Wunschdenken ein Jahresabo im Fitnessstudio abschließt, weil man denkt, dass man dann mal in Zukunft täglich dahin geht. Es gibt, ich wüsste sehr gerne, wie groß dieser Anteil an den Buchkäufen ist, der aus so ambitionierten, jetzt lese ich endlich mal den ganzen Arno Schmidt-Plänen gespeist wird. Noch eine letzte Sache so aus Verlegersicht. Also selbst wenn ich sämtliche Daten hätte, was ich niemals machen würde, ist Programmentscheidungen oder Inhaltsentscheidungen quasi auf Daten zu stützen oder Nutzerbefragungen. Weil ich glaube, das geht komplett schief, also egal ob als Autor oder als Verlag. Weil, wer hat es gesagt? Ich glaube, Henry Ford, so wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie haben wollten, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Also das heißt auch Nutzerbefragungen, auch wenn es jetzt darum geht, jetzt neue Sachen zu entwickeln, ich halte überhaupt nichts davon, irgendwie datengestützt oder auf Userbefragungen zu setzen, weil all diese Sachen zielen komplett in die Vergangenheit und sind subjektiv. Also es ist dann eher gerade bei Autoren halt eher gefragt, was möchtest du eigentlich erzählen oder was gibt es Spannendes Neues? Und Spannendes Neues gibt es nicht, wenn ich die Leute frage, was sie schon kennen und was sie vielleicht nochmal haben wollen. Ich würde dann an dieser Stelle vielleicht zur analogen Rezipientenbefragung übergehen. Von mir aus gerne auch nicht anonym, also wenn Sie Fragen haben, das Mikrofon geht rum und es ist immer schön vorher zu wissen, wer da gerade fragt, also vielleicht noch ein Wort dazu. Möchtest du was sagen, Jan Engelmann? Ja, ich wollte vielleicht schnell zwei Fragen von der gleichen Person aus dem digitalen Äther übermitteln. Einmal einfach die konkrete Nachfrage an Logos, wo kann ich mir das Projekt in der lauffähigen Version angucken? Ist das noch im Beta-Stadium? Gibt es da einen Testbetrieb? Die andere Frage eigentlich, wer spricht heute noch von Texter, was uns also zurückführt an den Anfang, wo wir vielleicht etwas schnell waren, nämlich die Bedeutung von Hardware eigentlich nochmal in dem Kontext. Also die erste Antwort ist leider eine traurige, nämlich man kann es sich noch gar nicht anschauen. Das heißt, Logos gibt es momentan noch nicht mal in der Beta-Version, sondern es ist leider Gottes ein reines Ideenkonstrukt. Also wir haben die Konzepte soweit geschrieben, wir haben ein Team zusammengestellt, wir stehen sozusagen an der Startbahn und was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich erstmal die Finanzierung, damit es überhaupt eine Beta-Version gibt. Aber die ist geplant für März nächsten Jahres, also in einem ganz kleinen Ansatz. Das heißt, also da es gibt leider Gottes noch nichts zum Angucken,
aber wir brauchen ganz viel Unterstützung. Und der zweite Punkt, nämlich die Hardware, falls ich das auch gleich beantworten darf, ich glaube nicht an die Hardware. Das heißt, beziehungsweise ich glaube, dass eher die Entwicklung konvergiert. Also ich finde diese Unterscheidung zwischen E-Reader und Tablet schon mal völlig schwachsinnig, weil es ist im Endeffekt die gleiche Geräteklasse, die sich nur unterscheidet zwischen Display-Technologie und was hat sie an Rechenpower dahinter. Im Endeffekt, es sind beides Geräte, die über einen Bildschirm bedient werden, und ich hoffe doch sehr, dass in 5 bis 6 Jahren es vielleicht dann auch entspiegelte E-Ink-Displays in Farbe gibt mit schnellen Reaktionszeiten, sodass sich die Frage dann, ob jetzt E-Reader oder Tablet nicht mehr stellt, weil es ist die gleiche Geräteklasse, und viel wichtiger als das Gerät ist die Software, die darauf läuft. Also ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, was weiß ich, wenn jetzt Warner Brothers anfängt und sagt so, hey, aber meine Filme könnt ihr nur über meinen Fernseher euch angucken, dann würde ich sagen, ja, Warner Brothers, vielen Dank, aber ich hätte trotzdem gerne lieber den Sony oder den Samsung. Also ich glaube nicht dran, dass tatsächlich Inhalteanbieter oder Händler ihre Geräte zwangsläufig in den Markt drücken müssen. Das ist jetzt noch der Fall, weil die Leute halt das Physische gewohnt sind und man gerne halt sozusagen sich an den Gewohnheiten entlang an die Sachen ranpirscht, aber ich hoffe und meine doch sehr, dass sich das Thema in 5 bis spätestens 10 Jahren gegessen hat und es dann eher tatsächlich um inhaltliche Fragen geht, denn um Hardware. Wird sich dann mit der Hardware-Frage auch gleich die Kompatibilitätsfrage erledigt haben? Also es gibt dann die Software, die überall läuft? Ich hoffe doch sehr. Also jetzt mal angenommen, es gäbe Logos jetzt schon, was natürlich illusorisch wäre, wir kämen nicht auf den Kindle, weil da hat natürlich Amazon kein Interesse daran. Auf der anderen Seite, die meisten von uns nutzen ja entweder irgendwelche iOS- oder Android-Geräte, und dann ist es natürlich wichtig, dass man eine entsprechende App hat oder auch eine browserbasierte App, die halt auf diesen Geräten läuft. Also im Endeffekt, ich glaube, die Hardware spielt eine nachgelagerte Rolle. Wichtig ist tatsächlich die entsprechende Software, die darauf läuft. Also ich persönlich finde diese sogenannte Vielfalt von Geräten und so weiter zum Kotzen. Ich finde sie auch beruflich zum Kotzen, also für das, was ich beruflich zu tun habe. Wir haben diesen digitalen Serienthriller, den ich vorher schon erwähnte, das Deathbook, wo der Mörder anrufen konnte, dann, wenn man wollte. Den haben wir versucht, für möglichst viele Geräte und Plattformen zu entwickeln. Das war ein wahnsinniger Programmieraufwand. Und wir kriegten ganz, ganz viele Rückmeldungen, dass dieses Element auf dem nicht läuft. Und bei mir gehen die Videos aber immer kaputt. Und es wahrscheinlich die schönste Zuschrift war von einem Benutzer eines normalen Kindes, bei mir gehen die Videos gar nicht. Das war dann fiel dann ein bisschen auf ihn selber zurück. Aber ich finde trotzdem die Verwirrung der User mit dieser sogenannten Vielfalt furchtbar, und ich selber leide persönlich auch darunter. Und ich wünsche mir, dass es da klarere Verhältnisse gibt, so schnell wie nur möglich. Sonst fehlt auch an Sie nochmal die Nachfrage, wie viele E-Reader haben Sie denn zu Hause auf dem Nachttisch liegen? Ich habe 3. Ich habe einen normalen Kindle Reader. Ich habe einen Kindle Fire, den ich aber fast nicht benutze. Und ich habe ein iPad, das ich am meisten benutze für bestimmte Zwecke. Damit komme ich aus. Auf dem Smartphone, auf dem iPhone lese ich gar nicht. Das ist mir zu klein. Da bin ich auch überrascht gewesen, ehrlich gesagt. Dass man gerne auf dem Smartphone liest. Ja, das ist so praktisch. Also ich wollte immer gerne im Gehen lesen. Gerade wenn man so Strecken geht, die man oft geht, ist das sehr langweilig. Und da sieht man ja aus wie ein kompletter Nerd, wenn man das mit einem Buch macht. Ich habe es schon gemacht, aber man fühlt sich ein bisschen komisch dabei. Aber jetzt beim Gehen ins Handy gucken, macht jeder, ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist super. Was ich Sie noch fragen wollte, wenn ich bei, ich würde sagen, bei etwa der Hälfte aller Bücher, die ich gerne bei Amazon kaufen würde, steht nur da, dass es davon keine E-Book-Version gibt. Und dann gibt es immer die Option, den Link zu klicken, ich möchte dieses Buch auf dem Kindle lesen. Das wird dann wohl an den Verlag weitergeleitet. Passiert dann im Verlag irgendwas damit? Herr Koordinator E-Book? Ich bin mit der Frage überfordert. Ich habe ja, als ich herkam, schon gesagt, ich bin sicher, heute Abend gibt es irgendwelche Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Dies ist die erste, ich kann nur komplett passen, ich weiß es wirklich nicht. Ich wollte zu dem Lesen auf dem Smartphone eins sagen. Ich habe erfahren, vor einigen Wochen war ein Artikel in der Süddeutschen von Dirk van Gehlen über die Technik, die neue Lesetechnik Spritz. Hochinteressant. Und dann gab es einige Wochen später einen Spritztag bei der Bild-Zeitung.
Da war ich vollends aufgeweckt und gedacht, was ist denn jetzt los? Spritz ist eine neue Lesetechnik, die davon ausgeht, dass man, wir bewegen den Kopf beim Lesen von links nach rechts oder manche Asiaten in die andere Richtung. Also Spritz ist eine Lesetechnik, die im Grunde genommen dann auf einem Uhrenziffernblatt funktionieren kann, weil man nur ein einzelnes Wort erfasst und zwar von der Mitte des Wortes her. Ein Buchstabe in der Mitte des Wortes ist farblich markiert und die Versuche, die es gibt, also das hört sich auf den ersten Blick albern an, ist es aber nicht, ist auch schon erprobt und schon wissenschaftlich getestet. Man kann die Lesegeschwindigkeit bis zum Dreifachen steigern, also man kann dreimal so schnell lesen wie sonst und, das bin ich jetzt bei Katrin Passig, man kann natürlich, da braucht man gar nicht auf dem Smartphone lesen, dann hat man das hier oben vielleicht in der Brille, sie muss ja nicht von Google sein, sie kann ja auch von einer anderen Firma sein oder man hat es hier auf der Uhr und hat sozusagen buchstäblich was auf der Uhr und kann Wort für Wort in einem Affenzahn bestimmte Texte lesen. Das ist sicherlich nicht geeignet, um die Brüder Karamasow so zu lesen oder auch nicht diese 2000 Seiten Thomas Mann Biografie, aber um kurze Mitteilungen zu lesen oder zu kommunizieren, finde ich es eine sehr faszinierende Sache. Achten Sie mal drauf, ich glaube, dass wir von dieser Spritz, die Firma heißt Spritz, gegründet in Boston mit einem deutschen beteiligten Mitentwickler, ich glaube, wir hören von Spritz noch öfter. Eine Wortmeldung? Oh ja, super. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Bartholomäus. Ich bin Mediennutzer und Enthusiast. Und erstmal vielen Dank für die Runde. Ein Tipp, den ich mitnehme, ist von Katrin Passig, das Buch Systematics. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und mich verwundert es ehrlich gesagt ein bisschen. Systematics. Ja, du hast GAL, G-A-2-L. Ich habe den Amazon-Link schon auf Twitter gepostet gerade. Ja, also was mich ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert ist, dass immer noch so eine Furcht vor den Riesen aufgemacht wird und versucht wird, dagegen anzustinken mit Mitteln, in denen sie sowieso besser sind. Wir haben ja eigentlich eine völlig neue Sortierung der Lesewelt, auch dieses Social Reading, ich sehe das in erster Linie genau wie Sie, Frau Passig, dass ich mein Leseverhalten durch iBooks zum Beispiel total revolutioniert hat, indem ich halt quasi mir die Anmerkungen mache, danach eine Datei habe, auf die ich zugreifen kann, das Buch ganz anders reflektieren kann als vorher. Und das sind Sachen, die sind, ja, die sind im Moment noch gar nicht so richtig berücksichtigt, finde ich. Also wie ist überhaupt das User Experience bei einem E-Book? Was passiert da überhaupt? Was haben wir für neue Marktsegmente? Was ich auch eine ganz wichtige Sache finde, ist eben, was entstehen dort für Daten? Ja, wir haben ja eigentlich drei Segmente. Wir haben das herkömmliche Buch, ob das jetzt mal digital ist oder gedruckt, ist ja eigentlich Wumpe. Wir haben eine Software, da gibt es richtig, richtig Nachholbedarf. Also ich finde zum Beispiel iBooks ist wirklich eine sehr gute Software auf dem iPhone. Aber wenn ich mir da die Kindle-Software angucke, das ist haarsträubend. Und wir haben dann dieses dritte völlig neue Segment der Daten, die entstehen. Warum machen wir uns da nicht Gedanken, dass wir halt diese drei Marktsegmente haben und hauen eine Software raus von einem Verlag zum Beispiel, die so geil, sage ich jetzt mal, ist, wie Photoshop, die einfach jeder haben und benutzen möchte. So dass man halt quasi nicht vom alten Buch her denkt, sondern was ergeben sich für neue Felder. Warum machen Sie das nicht, Herr Naumann? Weil Rowohlt ein altmodisches Unternehmen ist und da kann man drüber lachen, aber es ist so. Es gibt keine Abteilung bei Rowohlt, die sowas entwickelt und die sich darum kümmert. Das ist so. Ich glaube, das ist von anderen mit anderem Know-how, mit anderen Erfahrungen machen. Nicht umsonst haben wir zum Beispiel ja Volker Obmann als Dienstleister sozusagen in Anspruch genommen, als er noch bei Textunes war. Dafür gibt es bei Rowohlt keinen Know-how. Auch bei den anderen Verlagen, ich bin sicher, dass es das auch bei Sokamp oder bei Hansa oder wem auch immer genauso wenig gibt. Oder wenn, dann bei Spezialverlagen, die gibt es vielleicht bei Ihrem Verlag. Mein Verlag auch nicht, der ist komplett auf Print. Nee, aber guter Punkt. Ich meine, genau das haben wir vor. Weil nur eine gute Software, also ein gutes Produkt, das der Kunde auch nutzt, wird sich am Markt durchsetzen. Ist so. Aber die ganzen Anbieter von schlechter Lesesoftware, die sind sicher auch mit dem Plan angetreten, gute Software zu machen. Also es scheint nicht so trivial zu sein. Da kommen eben verschiedene Sachen zusammen. Es reicht eben nicht, gute Software zu machen oder auf der anderen Seite Ahnung von Inhalten zu haben, sondern es geht eben genau darum, verschiedene Wissens-, Interessens- und Könnensfelder zusammenzubringen. Also, und das ist zum Beispiel auch woran wir bei Textunes lange gekämpft haben. Weil wir waren ja nun mal ein Unternehmen, wo sowohl Leute aus der herkömmlichen Buchbranche als auch Softwareentwickler gemeinsam in einer Firma gearbeitet haben. Es waren zwei komplett unterschiedliche Welten und
Ein Großteil waren einfach nur Übersetzungen von der einen Welt in die andere, weil man hat komplett aneinander vorbeigedacht und geredet. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, auch Leute oder neue Generationen da heranzuzüchten, die wirklich beide Welten, die in beiden Welten zu Hause sind und beide Welten denken können und dann ihr Wissen kombinieren, sodass aus der Kombination wirklich was Tolles entsteht, was softwareseitig genial funktioniert, aber halt auch für den Leser Sinn macht. Das wäre ein wahnsinnig schönes Schlusswort, aber ich würde gerne nochmal auf den einen Aspekt eingehen, warum die Angst vor den Giganten. Das Berliner Startup Readmill, das ja ebenfalls auf soziales Lesen auch gesetzt hat, wurde Ende März jetzt von Dropbox aufgekauft und geschlossen. Und im Blog, und die Mitarbeiter übernommen, ich weiß nicht genau, was mit denen jetzt passiert in San Francisco. Wahrscheinlich arbeiten sie auch an einer super Software. Aber im Blog des Startups hieß es dann erstmal, ich zitiere, Readmills Geschichte endet hier. Viele Herausforderungen in der Welt des E-Books bleiben ungelöst und uns ist es nicht gelungen, eine nachhaltige Plattform für das Lesen zu schaffen. Da stellt sich ja schon die Frage, wem kann es denn gelingen? Warum denn nicht Amazon? Vielleicht Katrin Passig? Also ich bin auch ein bisschen zusammengezuckt vorhin, als, wo kam das nochmal her, dass wir das nicht alles kampflos den Großen überlassen dürfen. Einfach war... Gut, die Argumente sind wahrscheinlich auch hinterher geschossen worden. Naja, weil auch die jetzt groß sind, ja noch vor ungefähr 10, 15 Jahren nicht existiert haben oder recht klein waren. Also da kam halt auch jemand mit einer Produktidee oder einem Konzept, das damals sowohl bei Google als auch bei Amazon als einfach die große Hoffnung und ein Anlass zur Freude begrüßt wurde. Insofern finde ich den interessantesten Aspekt an Logos diese eingebaute Aufkaufsicherheit. Weil das ja jedes Mal, wenn in der Buchbranche sich irgendwas mal ein bisschen bewegt hat, wenn was erfolgreich war, was nicht Amazon war, dann wurde es im nächsten Jahr halt von Amazon aufgekauft. Zuletzt bei Goodreads ist das letzte Beispiel, das mir einfällt, aber es ist ja so ungefähr jedem passiert. Und was nicht von Amazon aufgekauft wird, wird von Google aufgekauft. Insofern würde ich mir wünschen, dass mehr Projekte mit eingebauter Aufkaufssicherheit auf den Markt kommen. Ja, Google hat ja heute den Zeitschriftenkiosk freigeschaltet. In wie vielen Jahren kommt dann der Buchkiosk? Ich kann das nicht beantworten. Ich habe eine Kopie vom Boden geholt, die ich mitgebracht habe. Katrin Passig hat mich vorher gefragt, in welchem Medium ist dabei, aber ich habe es auf Papier als Kopie. Das ist ein Spiegelartikel mit einem Zitat, das ich doch in dem Zusammenhang bemerkenswert finde, weil es um die Riesen geht und die Frage, sind die Riesen gefährlich oder problematisch oder sind die eigentliche Lösung und wir müssen nur mitmachen. Im Spiegel war im Februar, glaube ich, ein Porträt von Matthias Döpfner, sehr polemisch, so eine Art Reportage, jemand ist mit ihm gereist, also dem Springer-Chef. Und in der Mitte dieses Artikels kommt dann die Kernfrage, wie ich finde. Döpfner wird zitiert mit dem Satz, wir brauchen journalistische Erfindung für die digitale Welt, wir brauchen die große Idee. Frage, hat er eine? Antwort, vielleicht hat sie eine im Unternehmen schon, aber ich kenne sie noch nicht, sagt Matthias Döpfner. Das finde ich eine ungeheuerliche Aussage. Das ist ein Mann, der sozusagen eines dieser Imperien beherrscht und der, wie man ja merken konnte, in den letzten Monaten, Jahren in diesem Imperium auch zum Teil mit dem Stahlbesen ausgekehrt hat. Also ganze Zeitungen, Traditionsblatt wie das Hamburger Abendblatt, mit dem ich, armer Junge, groß geworden bin, einfach mal eben verkauft hat irgendwo eine Institution. Also ganze Printmedien verscherbelt hat oder abgestoßen hat, mit der Konsequenz für jeweils hunderte von Mitarbeitern, muss man dann auch sagen, in einzelnen Fällen. Also einer der ganz großen Player sozusagen und er hat keine Idee. Er hofft, dass irgendwo in seinem Unternehmen irgendjemand eine Idee hat. Das finde ich eine intellektuelle Bankrotterklärung. Ich behaupte ja nicht, dass ich klüger bin, ich bin aber erschrocken über diese Aussage, weil sie zeigt, dass auch die großen Player doch zum Teil sehr ratlos sind. Und bei Amazon, finde ich, ist mir nicht wohl, dass die so gut sind. Ich habe ja das zitiert, dass unser Vertriebschef sagt, das ist der beste Buchhändler Deutschlands. Dabei ist mir überhaupt nicht wohl, weil die Standardisierung, die die betreiben, an bestimmten Stellen gravierend ist. Es gab vor 2 Monaten einen Film über Amazon und das Self-Publishing, was die betreiben, auf Arte gesendet. 3/4 Stunde, sehr ausführlich, mit einem Besuch in Seattle, was sehr selten ist. Die lassen eigentlich keinen rein, die lassen keinen gucken.
die Quintessenz dieses Films über das Self-Publishing bei Amazon war, es wird das gemacht, was sozusagen, das, worüber das Volk mit den Füßen abstimmt, das wollen wir haben. Es wird sozusagen nur das Masseninteresse bedient. All das, wofür, vermute ich jetzt mal, ein Großteil der Menschen, die hier sitzen, im Raume steht, nämlich für Nischen, für intellektuelle Seitenplätze, für Randprobleme, die aber dann vielleicht irgendwann doch zentral werden. All das findet dann ja nicht statt, wenn man nur nach diesem Mainstream geht. Und da sehe ich die große Gefahr, dass ein Riese wie Amazon sozusagen platt macht, was daneben, darüber, darunter, subversiv oder auch nicht entstehen kann. Nur eine kurze Rückfrage dazu. Es ging um Self-Publishing bei dem, was Sie gerade beschrieben haben. Aber da ist es ja eben nicht so, dass das verhindert wird, was jetzt der Mainstream nicht will. Es wird ja das, was der Mainstream will, gemacht und das andere wird auch gemacht. Nein, es wurde beschrieben, für wen Amazon sich dann einsetzt. Und das geht natürlich nur nach dem, sozusagen das, was einmal Erfolg hat, das wird verstärkt. Und das ist ja das System, was auch im Kundenbedienen von Amazon stattfindet. Also wenn ich denen sage, wenn ich 3 Jazz-Dinge gekauft habe, dann kriege ich in Zukunft Jazz-Angebote. Wenn ich Pornografie bestellt habe, kriege ich Pornografie-Angebote. Wenn ich politische Fachliteratur, so. Also es wird ja nur bestärkt, was schon vorhanden ist. Und die Möglichkeit, Freiräume zu nutzen, in andere Bereiche, vielleicht Nischen zu gehen, die droht mir unterzugehen. Das ist mein großer Vorbehalt gegenüber dem sehr erfolgreichen Händler Amazon. Manche sagen, das sei in Verlagen so ähnlich, dass das Marketinggeld auf die Produkte geworfen wird, von denen man schon weiß, dass die gut gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Frau Passig. Ja, also da nochmal so eine kleine Frage. Gibt es denn bei den Verlagen irgendwie schon mal so ein Umdenken, nochmal, dass man mit den gleichen Mitteln gegen einen Riesen nicht ankommt, weil es eben, ja, es ist einfach nicht effizient, sich nicht einen anderen Weg auszudenken. Gibt es denn bei den Verlagen irgendwie Bestrebungen, dass man mal so vielleicht in der Szene in Berlin oder so, so kleine Thinktanks anvisiert, die halt ausgelagert sich mit solchen Sachen beschäftigen und auch User Research betreiben, sowas wie Service Design Gedanken oder User Experience Gedanken einbeziehen, weil das wäre doch eine super günstige Lösung und man könnte halt davon direkt profitieren, was man mit den Ergebnissen, die dabei rauskommen, macht. Ist ja, also welche Software man daraus schmiedet, ist ja immer noch eine andere Sache. Weil, also ich muss mich, das ist irgendwie an Twitter heute an mir vorbeigerauscht, es geht nicht um die Anzahl der Features, es geht darum, wie gut ein Produkt funktioniert. So, und es ist immer dieser Blick auf Amazon, was eigentlich nicht funktioniert oder nichts Neues hervorbringt und andererseits besteht dann aber auch Ideenlosigkeit. Also die Leute sind doch da. Ausgedacht ist schnell was. Also hin und wieder bin ich ja in solchen Thinktanks und allmählich wird mir klarer, dass es doch in der Regel für das, was gemacht wird, gute Gründe gibt, die nicht ausschließlich in Unwissen und Inkompetenz zu suchen sind. Und ich kenne die Verlockung, dann in einem Thinktank rumzumeinen und ja, man müsste doch nur und einfach mal alles besser machen zu rufen. Dazu kommt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da kann Herr Naumann was dazu sagen, dass man als als Leser dazu neigt, die Unternehmensgröße von Verlagen zu überschätzen. Ich kann jetzt wieder nur Sascha zitieren, der mir neulich sagte, ein großer Publikumsverlag macht ungefähr so viel Umsatz wie ein Bio-Supermarkt im Prenzlauer Berg. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mittel, die man zur Verfügung hat, um sowas zu veranstalten, und da ist man ja immer noch erst beim Schritt des Ausdenkens, überschaubarer sind, als wir uns das vorstellen. Zum Thema, das ist ja ein Innovationsthema und es gibt ganz, ganz viele Missverständnisse über Innovation, weil Innovation ist eben just nicht irgendwie eine grandiose neue Idee zu haben, sondern irgendwas, irgendein Bedürfnis zu decken, das richtig gut zu machen. Und Beispiel Amazon, also ich habe auch keine Angst vor Amazon, ich bewundere sogar Jeff Bezos und das, was er unternehmerisch geleistet hat. Der Punkt ist einfach, ich habe keinen Bock auf etwas wie Amazon. Und worauf ich aber jetzt raus will, die Frage, die Jeff Bezos seinen Leuten stellt, wenn die was Neues machen wollen und wo man das wirklich bis aufs Blut triezt, ist nämlich nicht,
was wird sich in 10 Jahren ändern? Also nach dem Motto, spinnt mal tolle neue Ideen, was man machen könnte, sondern die Frage ist das genaue Gegenteil, nämlich was wird sich in 10 Jahren nicht ändern? Weil Amazon zum Beispiel, die als die großen Disruptoren, Innovatoren gelten, nur auf solche Sachen setzen, wo sie sich sicher sind, dass sie in 10 Jahren auch noch ein Geschäft haben. Weil zum Beispiel Jeff Bezos auch wiederum weiß oder auch hat es in seiner, auch in verschiedenen Büchern über ihn wird es zitiert, er sagt, egal was sie bei Amazon gemacht haben, es hat sich frühestens angefangen, nach 7 Jahren auszuzahlen. Das heißt, man investiert erstmal lange Zeit in etwas rein und dann muss man sich aber auch sicher sein, dass man aufs richtige Pferd setzt, weil man wird frühestens nach 7 Jahren Geld sehen. Also egal was man macht, wir machen das nur dann, wenn wir sicher sind, da haben wir in 10 Jahren auch noch einen Markt. Und wenn man sich den Buchmarkt anguckt und sich fragt, was wird es auch in 10 Jahren noch geben, was wird sich nicht ändern, dann glaube ich, kann man im Grunde nur 2 Antworten geben. Nämlich, es wird in 10 Jahren garantiert noch Leute geben, die sowas wie Texte schreiben und für ihre Texte Abnehmer suchen. Und es wird in 10 Jahren auch gewiss noch Leute geben, die gerne Texte lesen und auf der Suche nach für sie relevanten Inhalten sein. Das sind die einzigen 2 Konstanten. Alles andere wird sich radikal ändern. Und ich glaube halt auch im Sinne von integrierte Systeme, Ökosysteme, die Frage ist halt, wer wird diese zentrale Vermittlungsfunktion zwischen Textangebot und Textnachfrage wahrnehmen? Und dann meine Brille als Verleger. Ich weiß genau, wenn ich jetzt sowas wie Logos baue, das geht nicht aus meinem Verlag heraus. Das muss was komplett Getrenntes sein. Das hat mit meinem Verlagsbusiness erstmal nichts zu tun. Im Gegenteil, ich riskiere damit sogar, meinen Verlag platt zu machen. Aber das, was wir machen wollen, ist das Einzige, was in dem Sinne Sinn macht. Und nur wenn man sich dann auch selber neu aufstellt, neu organisiert, seine Struktur neu denkt, dann glaube ich auch, dass man in der neuen Welt dann transformiert wieder mit einem neuen Verlagskonzept teilnehmen kann. Das heißt, blöde Analogie, Raupe, Schmetterling. Momentan sind die meisten Verlage noch Raupen. Auch mein Verlag, Onkel und Onkel, ist eine Raupe. Und dieses Ding muss ich jetzt verpuppen. Und entweder es geht dabei drauf oder es wird ein Schmetterling. Aber es, da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das Mikrofon ist gerade mit der Wortmeldung nach hinten gewandert. Hallo, mein Name ist Barbara Fischer und arbeite hier bei Wikimedia als Kuratorin. Aber ich bin auch eine ausgesprochene Vielleserin und zudem noch Historikerin. Und während ich Ihnen hier zugehört habe, habe ich darüber nachgedacht, was hat eigentlich Gutenberg dazu bewogen, den Buchdruck zu erfinden. Und wenn man darüber nachdenkt, dann war sicherlich eines seiner Motive, dass er gesehen hat, viele Leute wollten in der damaligen Zeit, im 16. Jahrhundert, selbstständig die Bibel lesen. Und das war aber nicht möglich, weil es nur ganz wenig Bibeltexte gab, weil die ja per Hand abgeschrieben werden mussten. Und das war sein Geschäftsmodell. Ich produziere eine Bibel, die so billig ist, weil sie halt maschinell hergestellt wird, dass viele Menschen sie sich leisten können und dementsprechend auch lesen können. Wenn ich mir überlege heute, wie sieht es da aus? Sie sagten eben gerade, ja, was es halt auch in 10 Jahren geben wird. Es gibt Autoren und es gibt Leser, wahrscheinlich, ja. Und wenn ich mir überlege, warum ich ein Buch kaufe, anstatt es nur in der Bibliothek auszuleihen, dann ist es die Möglichkeit, das Buch zu annotieren, also etwas in das Buch hineinzuschreiben, zu dem Text, den ich da gerade lese, zu schreiben. Und was ich noch besser fände, wenn ich diese Gedanken mit allen möglichen Menschen teilen könnte, nicht mit allen Menschen vielleicht, aber mit Menschen, die ich dazu einlade. Daraus schließe ich, dass halt das, was Sie zum Beispiel bei Logos vorhaben, schon in die richtige Richtung geht, setzt aber voraus, dass ich genauso wie bei der Entscheidung, kaufe ich mir ein Buch oder leihe es mir nur aus der Bibliothek aus, ich diese Option haben muss, dass ich halt ein Buch nicht irgendwo in der Cloud liegen habe, wo ich es dann nachher nicht mehr habe, sondern dass ich entscheiden kann, ja, dieses Buch ist mir so wichtig, das kaufe ich mir und da bleiben auch dann, was weiß ich, in zehn Jahren kann ich immer noch meine Notizen von damals lesen, ich kann sie scheren und das geht vielleicht leichter, als wenn ich heute muss ich dann so ein Buch, wo ich Notizen reingemacht habe, jemandem zuschicken, damit er sie auch lesen kann. Das ist sehr umständlich. Wenn ich das halt im digitalen Welt machen kann, dann habe ich einen Mehrwert und das fände ich dann halt spannend. Und ich glaube, dass diese Angst, die Frau Passig geäußert hat, da müsste ich ja mich als Autor mit meinen Lesern auseinandersetzen, da würde ich es wie Enzensberger halten, sobald ich mein Buch fertig geschrieben habe, ist es fertig und es ist nicht mehr mein Produkt, es ist ein Text für sich, der für sich steht. Sie müssen sich ja nicht unbedingt mit den Lesern auseinandersetzen. Ich möchte mich ja auch nicht mit der Autorin auseinandersetzen, sondern mit dem Text. Und wenn ich diese Option habe, dann denke ich, bin ich auch da bereit, mich entsprechend zu engagieren
finanziell oder, wie Sie sagten, über meine Daten. Danke. Dann hoffe ich auch mit diesem Hinweis, dass der Initiator der zukünftigen nachhaltigen Plattform bei uns in der Runde sitzt und würde gerne mit dem Wunsch auf ganz viele Schmetterlinge, die aus den Verlagen in den nächsten Jahren auf uns niederregnen, weiterflattern, die Diskussion an die Stehtische verlagern und zu Brezeln und Bier einladen. Vielen Dank an Uwe Naumann, Katrin Passig und Volker Oppmann hier für die spannenden Aspekte.